sieht so aus, als könnte ich nicht starten bei meinem nächsten Wettkampf. Du weißt, was du möchtest. Ändert nicht das Ziel, sondern ändert einfach nur den Weg dahin, wenn ihr Hindernissen begegnet. Hoffe ich, dass ich euch jetzt ein bisschen zu mehr Craziness inspirieren kann. Keep my head up high through the downs and lows and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more. Hello Leute und ganz herzlich willkommen zu dem spontansten Vlog, den ich je gestartet habe, glaube ich. Aber das dürft ihr nicht verpassen. Ich habe mir schon oft vorgenommen, dass ich euch mal mitnehme in mein Chaos. Und bis jetzt war ich dann aber immer so im Chaos-Stress-Modus, dass ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, ich könnte jetzt die Kamera in die Hand nehmen und vloggen und euch mitnehmen. Aber Leute, wisst ihr was? Ganz ehrlich, wir sind jetzt schon so connected und ich bin so drin im Vloggen. Heute schaffe ich das zum ersten Mal. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum mir das Universum diese Aufgabe gerade schickt. Damit ich meine Struggle mit euch teilen kann und ihr live dabei seid, wenn mein innerer Modus aktiviert wird, der mich wieder aus diesem Chaos rausbringt und an mein Ziel bringt. So, ja, was ist passiert? Ich stelle euch jetzt mal kurz hin, weil ich glaube, ich muss ein bisschen mehr reden und sonst fällt mir die Hand ab, ihr wisst es. Und dann sage ich euch, ja, was so abgeht. So, ich muss nebenbei auch ein bisschen essen. Ich habe da gerade mein Food, weil es ist spät und ich bin mit dem Mealtiming komplett hinterher, weil heute der chaotischste Tag überhaupt ist. Also es hat am Vormittag schon total chaotisch begonnen. Aber das ist jetzt nicht wichtig, darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um das aktuelle Chaos. Und zwar sieht so aus, als könnte ich nicht starten bei meinem nächsten Wettkampf. Ich habe geplant, dass ich am 7. Mai bei der Bayerischen Meisterschaft starte und meine Info war, dass ich mich dort anmelden kann, auch als Österreicherin, wenn ich halt zuerst in Österreich starte und dann mich über den Präsidenten vom Verband, vom IFBB in Österreich anmelde in Deutschland. So, jetzt hat sich herausgestellt, dass anscheinend oder angeblich, ist zumindest meine Info jetzt, alle Wettkämpfe vom DBFV in Deutschland in der Frühjahrssaison nur für deutsche Athleten sind. Das heißt, ich könnte nur im Herbst starten. That won't work, weil wir können nicht auf diesem KFA-Level bleiben bis Herbst. No, 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 no. Ich glaube, dann survive ich nicht. Das ist keine Option. So. Was sind jetzt die Optionen? Im ersten Moment war ich jetzt ein bisschen komplett lost, sage ich euch. Wartet, ich esse mal und dann rede ich weiter, damit ich inzwischen ein bisschen verdauen kann. Und weil sonst wird es viel zu spät fürs Cardio dann. So, ich habe gegessen und first things first, ein Beruhigungsgetränk, ein Heißgetränk ist immer eine gute Idee in solchen Lebenslagen. Ja, ich finde es cool, dass ich euch jetzt mal in mein Chaos mitnehmen kann, so richtig, live und in Farbe. Ich hoffe, ihr genießt es, die Show. Holt euch, wenn ihr nicht gerade auf Diät seid, Popcorn, Eis oder irgend sowas Nices und genießt den Vlog. Ja, also ich erzähle euch jetzt ein bisschen, wie das so abrennt bei mir, wenn ich wieder getestet werde vom Universum. Also, erste Reaktion war so, okay, Mist. Es ist alles organisiert, ich habe mir eine Betreuung organisiert, ich habe die Unterkunft gebucht, ich habe alles darauf ausgerichtet, dass ich halt am 7. Mai starte und jetzt geht das nicht. So, das war halt so, was mir im ersten Moment durch den Kopf geschossen ist. Eh klar, gut. Zweiter Gedanke war dann, okay, beruhig dich, alles passiert aus einem Grund, immer, und es passiert sowieso alles immer zu meinem höchsten Wohl, sage ich mir immer. Also alles, was in meinem Leben passiert, jede Herausforderung, jede Challenge, die irgendwie kommt, und wenn die Situation auch noch so im ersten Moment wirkt, es geschieht immer zu meinem Besten. Gut. Wenn ich mir das vorsage, dann geht es mir schon mal besser und gerate ich mal nicht in Panik, weil bringt uns das irgendwas, wenn wir in der Situation dann in Panik verfallen und irgendwelche Kurzschlusshandlungen vollziehen? Nein, das bringt uns gar nichts. So, das heißt,
Wir versuchen, bei uns zu bleiben und in unserer Macht zu bleiben. Dafür ist es zum einen meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, zu fühlen, was diese Situation mit uns macht. Also nicht jetzt zu sagen, okay, ich gehe sofort in die Handlung und schiebe meine Emotionen beiseite, sondern zu sagen, boah, das ist gerade richtig, dass man wirklich mal richtig schimpft, wenn man wütend ist drüber, oder dass man anfängt zu weinen, wenn man sich so denkt, es macht mich gerade voll traurig, ich bin enttäuscht, keine Ahnung. Einfach alles rauslassen. Keine Ahnung. Such dir einen Raum, einen Ort, wo du das mit dir und für dich machen kannst. Und dann komm in die Handlung. Und zwar in die Handlung nicht aus einer Emotionalität heraus, weil die Emotionen haben wir ja davor rausgelassen. So richtig. Und wenn wir das getan haben, sind wir geerdet bei uns und können aus unserer Kraft heraus agieren. Das heißt, ich überlege mir, welche Menschen kenne ich, die mir bei diesem Problem vielleicht weiterhelfen könnten oder bei diesem Thema. Das heißt, ich kontaktiere mal all diese Menschen, schildere denen mein Problem und warte ab, was die für Perspektive drauf haben und was die für Lösungsmöglichkeiten haben. Weil du kannst halt selber immer nur aus deiner Perspektive heraus Lösungen finden und suchen und agieren. Und andere haben vielleicht ganz andere Lösungsansätze. So, der nächste Punkt ist, dass ich mir sage, wenn ich nicht starten kann am 7. Mai, dann hat es einen Grund. Dann soll ich nicht bei diesem Wettkampf starten, dann ist es so. Aber gleichzeitig gebe ich auch nicht so schnell auf. Nur weil im Außen irgendetwas kommt, das versucht, mich davon abzuhalten, ist es für mich auch oft so ein kleiner Test und eine Frage vom Universum, so, willst du das wirklich? Also ich versuche immer, mich nicht so schnell abbringen zu lassen von meinen Zielen und nicht so schnell verunsichern zu lassen von den Dingen, die halt im Außen passieren. Es war zum Beispiel das gleiche mit der Wettkampffarbe, kann ich jetzt kurz erzählen. Ich hatte kurze Zeit wirklich Panik, dass ich keinen Top 10 bekomme und dass ich irgendwie nicht weiß, wie ich mich färben soll für die Bühne, weil plötzlich der überall ausverkauft war. Und dann war ich auch kurz schon so, dass ich mir dachte, okay, was will das Universum mir sagen? Will es mir sagen, dass ich nicht starten soll? Soll ich nicht auf die Bühne gehen? Ist das irgendwie falsch? Und dann hole ich mich aber sofort wieder zurück und sage, okay, weißt du was? Du weißt, was du möchtest. Hinterfrage nicht dein Ziel, sondern such einfach nach einem anderen Weg. So, und dann habe ich eh eine Farbe bekommen. Alles gut. Aber so viel dazu. Deswegen, auch jetzt dabei, versuche ich mich nicht so schnell abbringen zu lassen von dem, wo ich hin möchte. Und das ist auch so der Appell an euch. Lasst euch nicht so schnell vom Außen verunsichern und abbringen. Wenn ihr ein Ziel habt, dann verfolgt es. Und ändert nicht das Ziel, sondern ändert einfach nur den Weg dahin, wenn ihr Hindernissen begegnet. Ihr müsst nicht genau geradeaus gehen, wenn da so ein fetter Felsbrocken liegt. Nein, dann gehen wir halt links herum oder vielleicht gibt es irgendwo eine Brücke drüber oder vielleicht gibt es irgendwie was, keine Ahnung. Es gibt immer eine Möglichkeit und wenn es dann im Endeffekt wirklich keine gibt, ja gut, dann kann man sich sicher sein, dass etwas Besseres kommt. Also jetzt beim Wettkampfbeispiel, dass ein Wettkampf kommt, bei dem meine Form dann noch krasser sein wird oder wo die Judges sind, die, keine Ahnung, mir noch wohlgesonnener sind. Keine Ahnung. Aber ich sage immer, wir leben das Leben vorwärts, aber wir verstehen es rückwärts. Das heißt, egal was passiert, es ist oft ganz schwer, mitten in der Situation zu verstehen, was da gerade passiert. Aber im Nachhinein versteht man dann immer den Sinn und weiß, warum die Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Aber ja, ihr wisst jetzt, dass ich so schnell nicht aufgebe. Und deswegen habe ich mir jetzt einen strukturierten Plan gemacht, wie ich vorgehen kann und wie ich trotzdem vielleicht an mein Ziel kommen kann. Und den verrate ich euch jetzt. Und zwar habe ich euch ja schon gesagt, dass ich eben jetzt alle kontaktiert und mobilisiert habe, die mir vielleicht weiterhelfen können bei diesem Thema und die vielleicht irgendeine Idee haben. Und außerdem hatte ich noch eine ganz crazy Idee. Aber that's me. Ich sag's euch, ich war als Kind schon immer so. Wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, meine Oma hat immer gesagt, so quasi, ja,
wenn das Dirndl sich was in den Kopf setzt, dann kriegt das keiner aus ihr raus. Also sie hat halt immer gemeint, wenn ich was will, dann bin ich so verbissen. Sie hat das eher ein bisschen negativ gemeint und hat halt gemeint, ich bin stur. Aber ich sag's euch, ich bin nicht stur. Das ist einfach meine größte Stärke, dass ich nicht so schnell aufgebe. Dass ich vielleicht im ersten Moment mir so denke, boah, was soll ich jetzt machen? Oh Gott, ich bin der Situation schutzlos und hilflos ausgeliefert. Aber das hält vielleicht 5 Sekunden an, dieses Gefühl. Und dann Schalter umgelegt und let's go. Und ich suche nach Lösungen. Weil es gibt immer etwas, was man tun kann. So, das heißt, was tue ich jetzt, um vielleicht doch in Deutschland starten zu können? Ich versuche gerade herauszufinden, was man braucht, weil es geht nur um den Wohnsitz. Und deswegen versuche ich gerade herauszufinden, was es braucht, um einen Wohnsitz in Deutschland anzumelden. Maybe eine crazy Lösung, aber es wäre eine Lösung. Und ich sag's euch, irgendwie finde ich das auch immer voll lustig und voll spannend. Man kommt einfach in solchen Situationen auf Lösungen, auf die man sonst im Leben nicht kommen würde. Und ja, das eröffnet wieder so viele neue Perspektiven und ich freue mich dann jedes Mal so, wenn ich wieder irgendeine Idee habe und irgendeinen Geistesblitz habe, wie ich das noch angehen könnte, das Thema. Und ja, irgendwie macht es auch Spaß. Kann irgendwer relaten? Bitte sagt mir, dass irgendwer von euch auch so crazy ist. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass ich euch jetzt ein bisschen zu mehr Craziness inspirieren kann. Und ja, noch mehr an euch zu glauben und an eure Ziele und an neue Wege, die vielleicht vorher noch keiner gegangen ist. Auf jeden Fall, ja, ist das mal Punkt 1. Und sollte ich das nicht hinbekommen, dass ich am 7. Mai dort starten kann, will ich auf jeden Fall noch irgendwo eine Show machen. Das heißt, die anderen Möglichkeiten oder Lösungen, die ich jetzt momentan sehe, sind folgende. Entweder beim MPC zu starten, stattdessen. Allerdings müsste ich dafür das Posing umlernen. I don't know, ob ich mir da genug truste dafür. Aber ja, maybe, es wäre eine Option. Dann gibt es auch noch andere internationale Shows vom IFBB, die vielleicht in Frage kommen könnten. Ich habe mit unserem österreichischen IFBB-Präsidenten gesprochen bzw. geschrieben. Und er hat gemeint, am Wochenende gibt es mehr Infos, da würde ihm eine Show einfallen dann, die vielleicht passen könnte für mich, wo ich noch starten könnte, weil momentan wäre das Einzige, was in Frage käme, dieses Wochenende. Leute, hallo, heute ist Freitag und der Wettkampf wäre morgen und übermorgen. Das ist mir zu crazy und zu stressig, da können wir nicht in Ruhe pieken und ich bin ja der Mensch, der sich immer die Verdauung killt mit Stress und Wasser zieht und whatever, also ich glaube, das würde nicht gut enden, das machen wir nicht. Wir sind ja nicht panisch, sondern wir sind voll in der Ruhe und in der Geduld. Ja, also entweder gibt es eine andere internationale Show, bei der ich starten kann, oder ich kann den Verband wechseln. Das hört sich jetzt sehr medizinisch an, aber das meine ich natürlich nicht. Ich meine den Wettkampfverband. Oder ich kann eh am 7. Mai starten. We will see. I'll keep you updated. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder gut beschäftigt für meine Cardio-Session, weil jetzt kann ich alle möglichen Dinge googeln über Wohnsitz in Deutschland und ja, mal schauen, was die Leute schreiben, die ich jetzt in meiner Verzweiflung kontaktiert habe. Was die noch so für Inputs haben. Ja, jetzt mache ich die Kamera mal wieder aus und deale mit meinem Chaos. I'm not falling, I'll push all my chips and call.